Energiewende. Was ist das eigentlich? Energiewende. Energiewende? Energie zu Ende? Oder verbrauchen wir dabei nur Energie und laufen gegen Wände? Nein, die Energiewende ist wie ein Marathonlauf mit Hindernissen. Seit 1980 steht der Begriff für den zukunftsfähigen Umbau der Energielandschaft. Der Startschuss fiel mit der ersten Studie des Öko-Instituts zur Energiewende. Doch wohin führt uns dieser Weg? Das Ziel ist klar. Wir brauchen eine effiziente, ökologische und klimafreundliche Stromerzeugung. Doch jede Vision erfordert auch einen Kraftakt, der im grauen Alltag bewältigt werden muss. Kraftakt bedeutet in diesem Fall, zu erkennen, dass Strom nicht einfach da ist. Es braucht Kraftwerke, Leitungen, Speicher und vieles mehr. Nur dann geht das Licht an. Aktuell stammen etwa 3/4 des erzeugten Stroms aus nicht erneuerbaren Quellen. Die konventionelle Stromerzeugung verläuft zudem eher gleichförmig. Wind, Sonne und Wasser speisen über den Tagesverlauf unterschiedlich viel Strom ins Netz ein. Damit die Energiewende gelingt, brauchen wir ein flexibles System, das darauf Rücksicht nimmt. Dann gibt es statt einiger weniger Kraftwerke deutlich mehr Stromerzeuger. Und zwar an ihren natürlichen Standorten. Und das gelingt nur mit der Unterstützung der Menschen vor Ort. Zum Beispiel bei den Trassen. Denn der Transport des Stroms zu den Verbrauchern muss auch möglich sein. Was das angeht, leben wir aktuell aber noch in den 70ern. Für das Internet zum Beispiel wurde eine moderne Infrastruktur geschaffen, während sie beim Strom auf der Strecke blieb. Oder nutzen Sie etwa noch ein Modem? Außerdem müssen wir viele bestehende Kraftwerke ohnehin erneuern. Die Mehrkosten für die Energiewende sind daher gering. Deutschland gehört zu den europäischen Ländern mit überdurchschnittlich hohen CO2-Emissionen. Wir importieren viele Produkte aus dem Ausland, nicht aber ihre Emissionen. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wird Deutschland damit auch seiner globalen Verantwortung ein Stück weit gerecht. Wir haben das Know-how und die Möglichkeiten, die Energiewende voranzubringen. Wir können notwendige Technologien entwickeln, selbst nutzen und für andere nutzbar machen. Verlieren wir also das Ziel nicht aus den Augen. Dieser Marathon hat es in sich, für uns alle. Aber wir können es schaffen, denn es lohnt sich. Das Öko-Institut wird weiter dabei sein.